willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich in Wien auf der Simmeringer Hauptstraße, direkt vor dem Wiener Zentralfriedhof, Tor 1. Das ist die alte jüdische Abteilung. Hier wird mir das Grab eines Historikers besucht. Also, kommen Sie mit. Also hier sind wir bei Tor 1 reingegangen, befinden uns heute hier. Und hier gehe ich nach hinten in die Gruppe 20. Dort liegt der Historiker Wolf bestattet. Jetzt habe ich endlich das Grab vom Wolf gefunden. Scheinbar war der Grab schon einmal umgestürzt. Wahrscheinlich durch amerikanische Fliegerbomben beschädigt und nur wieder hingestellt. Also, das ist eben Dr. Gerson Wolf. Geboren 1823 in Meerndrüben und verstorben 1892 hier in Wien. Das war ein Religionslehrer und Historiker, der sich mit der jüdischen Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und auch in Österreich beschäftigt hat. Und er hat 1888 einen Artikel über die israelitische Kultusgemeinde in Horn geschrieben. Und vor kurzem war ich eben erst in diesem Horn. Ich habe auch dort den jüdischen Friedhof besucht, also den ganz alten ersten jüdischen Friedhof, der alleine im Wald liegt, neben dem Preußenfriedhof, wo es nur mehr einen einzigen Grabstein gibt. Er hat in seinem Artikel geschrieben, dass das ein Choleratoter gewesen sein soll von 1866. Allerdings nach neuesten Forschungen soll der Grabstein doch von 1862 sein. Also was nun stimmt, das weiß wohl nur die Geschichte. Thank you.
So, das ist hier die Wochenzeitschrift Die Neuzeit. Hier hat der Herr Wolf seinen Artikel im Februar 1888 geschrieben. Und zwar die israelitische Kultusgemeinde in Horn in Niederösterreich. Also das war sicher ein wichtiger Bestandteil der Geschichte aufzuschreiben, damit sie nicht vergessen ist. Auch wenn scheinbar die Geschichte mit den Grabsteinen, mit dem Datum nicht genau stimmt. Aber wichtig für die allgemeine Geschichte. Heute ist heiß wieder, über 30 Grad. Da muss man viel trinken. So, werde ich noch ein paar Grabsteine fotografieren und dann werde ich mich auch wieder auf den Weg nach Hause machen. Also, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Habe ich noch ein Grab entdeckt, eines Johann Wolf, ein Rabbiner und Religionsschulinspektor der israelitischen Kultusgemeinde Wien, geboren in Pörlitz drüben 1841, das ist auch in Mähren, gestorben in Wien 1902. Ob die zwei Wolfs miteinander verwandt waren? Eine interessante Sache. Zwei Familienangehörige sind nach Theresienstadt gekommen. Verschleppt und wahrscheinlich auch ermordet. Eine traurige Sache.